Hollywood ist das wohl berühmteste Stadtviertel der Welt. Ja, das hast du richtig gehört. Ich habe gerade Stadtviertel gesagt, denn Hollywood ist keine selbstständige Stadt. Ja, noch nicht mal eine eigenständige Gemeinde. Hollywood ist lediglich ein Stadtteil von Los Angeles. Und in diesem Stadtteil leben auf einer Fläche von etwa 9 Quadratkilometern gerade mal knapp 90.000 Menschen. Und dennoch konzentriert sich auf diesen Fleckchen Erde ein Großteil der weltweiten Filmindustrie. Manche von euch mögen jetzt natürlich einwenden, komm schon Mark, das ist nicht wahr. Das indische Bollywood produziert pro Jahr weitaus mehr Filme als Hollywood. Nun, liebe Freunde von Visualpolitik, ihr habt recht, aber obwohl in Indien mehr Filme als in jedem anderen Land der Welt gedreht werden, ist der daraus erzielte Umsatz im Vergleich zu Hollywood lächerlich klein. Überleg einfach mal selbst, wie viele indische Filme hast du letztes Jahr geguckt? Von einigen Ausnahmen abgesehen, werden Bollywood-Filme hauptsächlich für den heimischen Markt in Indien gedreht. Und das gleiche gilt für Nigeria, denn Nigeria ist der zweitgrößte Filmproduzent der Welt. Aber ich bin mir sicher, dass kaum einer von euch jemals im Leben einen nigerianischen Film gesehen hat. Aus wirtschaftlicher Sicht ist also Hollywood zweifelsohne die Welthauptstadt des Films. Jetzt fragt ihr euch eventuell, warum reden wir hier bei Visualpolitik überhaupt über Kino? Was hat das mit Politik zu tun? Nun, wie ihr gleich sehen werdet, eine ganze Menge. Denn die Tatsache, dass ein Großteil der Geldströme aus den Filmeinnahmen gerade nach Hollywood fließt, hat politische Gründe. Denn warum eigentlich gerade Los Angeles und nicht New York oder zum Beispiel London? Gut, viele von euch denken vielleicht, Kalifornien sei schon immer ein wichtiger Staat innerhalb der USA gewesen mit innovativen Unternehmen, angesehenen Universitäten und Myriaden von Weltklasse-Promis, die dort überall anzutreffen sind. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere. Denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte LA noch weniger als 100.000 Einwohner, war also kleiner als zum Beispiel Cottbus. Die ersten großen Filmproduzenten lebten noch alle auf der anderen Seite des Landes in New York, Chicago oder Baltimore. Die Frage, die sich hier stellt, ist also, warum gingen sie ausgerechnet nach Los Angeles? Was hat Hollywood, das Manhattan nicht hat? Und die allerwichtigste Frage, was hat Einwanderung damit zu tun? Heute werden wir all diese Fragen beantworten, aber vorher wollen wir einen Blick zurück in die Geschichte werfen. Kunst von und für Migranten. Okay, lasst uns ganz an den Anfang gehen. Die erste Frage lautet also, wer hat überhaupt den Film erfunden? Die Gebrüder Lumière. Nun, nicht ganz. Was die Gebrüder Lumière erfanden, war das System zur Projektion von Filmen auf eine große Leinwand. Bereits um das Jahr 1890 aber hatte die Firma von Thomas Alva Edison ein System zur Aufnahme und Wiedergabe von Kurzfilmen entwickelt, das Kinetoscope. Das war eigentlich sowas wie ein Peepshow-Münzautomat, in dem man sich nach Geldeinwurf durch ein Guckloch Kurzfilme anschauen konnte. Erst Jahre später wurde dieses System so weiterentwickelt, dass diese Kurzfilme auch auf eine große Leinwand projiziert werden konnten. Der große Unterschied zwischen Edison und den Gebrüdern Lumière war aber, dass dem amerikanischen Geschäftsmann sehr, sehr früh klar war, dass man mit Filmen großes Geld verdienen konnte. Alles, was sich nicht verkauft, will ich nicht erfinden. Verkaufserfolg ist ein Beweis für Nützlichkeit und Nützlichkeit ist Erfolg. Thomas Alva Edison. Während also die Gebrüder Lumière ihre Erfindung auf wissenschaftlichen Messen präsentierten, machte Edison bereits fetten Profit. Sein Geschäft bestand dabei darin, die Kinetoscope-Automaten zu verkaufen, eine Lizenzgebühr für ihre Nutzung zu erheben und all diese Minikinos mit vielen, vielen Filmen zu beliefern. In nur zwei Jahrzehnten drehte Edison mehr als 1200 Filme. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was das denn für Filme waren, die Edison da produzieren ließ. Nun, so verrückt es auch klingen mag, viele dieser ersten Filme in der Geschichte der Menschheit handelten einfach davon, wie sich Frauen entkleiden. Komisch, nicht wahr? Bald jedoch entwickelte sich eine noch viel größere Zahl von Geschäftsmodellen rund um die Filmvorführung. Im Laufe nur weniger Jahre erlebten Städte wie New York oder Chicago eine regelrechte Flut von Kinos, den sogenannten Nickelodeons. Diese boten viel Vergnügen zu viel günstigerem Preis als jedes Theater. Und da es sich ausschließlich um Stummfilme handelte, brauchte man noch nicht mal ein Wort Englisch zu verstehen, um sie voll genießen zu können.
Und das bedeutete vor allem, dass Filme zu der perfekten Unterhaltung für all die vielen Einwanderer ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten wurden. Wir befinden uns nun bereits im Jahr 1900. In Frankreich und interessanterweise Dänemark gab es bereits große Filmproduktionsfirmen. In keinem anderen Land aber gab es ein größeres Publikum als in den USA. Thomas Alva Edison war jedoch nicht in der Lage, alle Möglichkeiten hinter dieser Erfindung zu erkennen. Letzten Endes war Edison ein arroganter angelsächsischer Protestant und verachtete diese ganze Migrantenschar. Natürlich verdiente er gerne gutes Geld mit ihnen, aber er sah keinen Grund, in die Qualität seiner Produktion für diese in seinen Augen kulturlose Zielgruppe zu investieren. Schließlich hatte sich seine Firma ja auch das Monopol für die Produktion und den Vertrieb aller Filme gesichert. Alle diese Nickelodeons waren verpflichtet, nicht nur Tantiemen Edisons Firma abzuführen, sondern ihm auch alle seine Filme automatisch abzukaufen, ohne jegliche Auswahlmöglichkeit in Bezug auf einzelne Filmtitel oder Inhalte. Niemand ging nämlich davon aus, dass polnische, deutsche, italienische oder ungarische Einwanderer überhaupt irgendwelche Details in den Filmen wahrzunehmen in der Lage sind. Doch dann kam jener Mann, dessen Bild ihr jetzt sehen könnt. Das ist Karl Lemmle aus dem oberschwäbischen Laubheim bei Biberach. Lemmle war ein deutsch-jüdischer Einwanderer und arbeitete zunächst als Geschäftsführer einer Textilfirma. Dort experimentierte er mit auffälligen Werbeaktionen und entwickelte neue Werbetechniken, die sehr erfolgreich waren. 1906 machte er sich in Chicago selbstständig und investierte sein sauer verdientes Geld in ein Nickelodeon. Das Geschäft lief gut, da Lemmle sich durch sein Marketing-Know-how sehr gut von der Konkurrenz absetzen konnte. Aber als Schwabe war er es bald leid, so viel von seinem sauer verdienten Geld an Edison als Zwangsgebühren abführen zu müssen. Lemmle tat sich also mit anderen Nickelodeon-Besitzern zusammen. Sie alle waren Einwanderer, die Geschmack und Wünsche ihres Publikums gut kannten. Sie wussten, dass mehr in Filmen steckte als nur billige Witze und Mädchen mit knapper Bekleidung. Filme hatten das Zeug, Stars zu erschaffen, so wie die Broadway-Theater. Sie beschlossen also, als sogenannte Independents, trotz des Monopols des Kartells namens Motion Picture Patents Company, auch Edison Trust genannt, einfach auf eigene Faust viel bessere Filme zu drehen. Lemmle gründete dazu 1906 seinen ersten Filmverleih, der mit diesen Filmen in nur 2 Jahren zum größten Filmverleih der USA heranwuchs. Denn diese Kinopioniere waren die ersten, welche die Namen der Schauspieler auf den Plakaten und im Abspann aufführten. Auf diese Weise waren viel mehr gute Künstler bereit, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Diese Filme erlangten unter den Einwanderern, die aus der ganzen Welt kamen, bald sehr große Berühmtheit. Aus diesem Grund nannten sie ihr Unternehmen Universal. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hat der schnelle Erfolg dieses Unternehmens andere auch dazu inspiriert, diesem Beispiel zu folgen. Ein jüdisch-ungarischer Einwanderer namens Adolf Sukor gründete zum Beispiel zusammen mit anderen Nickelodeon-Besitzern ein weiteres Studio namens Paramount Pictures. Aber Moment mal, irgendwas stimmt doch da nicht. Haben wir euch nicht noch vor 2 Minuten von jenem rechtlich verbrieften Monopol auf Produktion und Vertrieb aller Filme erzählt, welches der knallharte Geschäftsmann Thomas Alva Edison in seinen Händen hält? Hat gerade dieser umtriebige und mächtige Unternehmer mit all seinen Patenten, politischen Beziehungen und einer prall gefüllten Kriegskasse einfach so dabei zugesehen, wie all diese Migranten widerrechtlich massenweise Filme drehen und verleihen und damit auch noch einen Reibach machen, ohne dass er auch nur einen einzigen Cent davon als Lizenzgebühr abbekommt? Weit gefehlt. Edison zog in den Krieg gegen die Independents. Und in weniger als 5 Jahren wurden allein Lemmle und seine Partner von Edisons Armee von Anwälten mit mehr als 200 Klagen überzogen. Auch den Rest der kleinen unabhängigen Studios bombardierte Edison mit permanenten Gerichtsverfahren und viele von ihnen mussten deswegen Konkurs anmelden. Tja, liebe Freunde, das waren schwere Zeiten für Filmstudios, aber eine goldene Ära für Rechtsanwälte. So, und
Als ob das nicht schon genug wäre, verfügte Edison außerdem über genug Macht, um all diesen kleinen Nickelodeons aus New York und Chicago Exklusivverträge aufzuzwingen. Wenn sie Edisons Technologie wollten, durften sie keine Filme seiner Konkurrenten kaufen oder ausleihen. Und in genau diesem Moment stellte sich unser Freund Karl Lämmle eine weitere Frage. Warum sollte ich an der Ostküste bleiben? Edison war ein mächtiger Mann, aber seine Macht reichte nicht überall hin. Es gab einen weit entfernten Ort, an dem er das Sagen nicht hatte. Und dieser Ort war Kalifornien. Die Geburtsstunde einer Industrie. Wir schreiben jetzt das Jahr 1915. Kalifornien war jener ideale Ort, an dem man einfach sein musste. Tausende von jungen Einwanderern, das perfekte Publikum für Filme, würden jedes Jahr neu eintreffen. Häuser und Grundstücke waren billiger als anderswo in Amerika. Und als ob das noch nicht genug wäre, war das Wetter einfach fantastisch. In New York regnete es fast jeden zweiten Tag. Wenn man also Filme drehen wollte, musste man über ein überdachtes Studio verfügen und Tausende von Dollars für Beleuchtung ausgeben. Ganz anders in Kalifornien. Zu jeder Jahreszeit herrscht Sonnenschein. Man kann draußen drehen, wann man will. Deshalb zogen all die großen Studios aus New York und Chicago in ein Viertel am Rande von Los Angeles. Ein kleiner Vorort mit wenig mehr als damals 500 Einwohnern. Dieser Vorort war Hollywood. Das aber ist noch lange nicht das Ende unserer Geschichte. Denn wir haben euch ja noch keine Antwort auf die Frage vom Anfang dieses Videos gegeben. Wie kam es dazu, dass die kalifornische Filmindustrie das Publikum der ganzen Welt erobern konnte? Vergesst bitte nicht, dass zur damaligen Zeit die Vereinigten Staaten von Amerika noch nicht jene Supermacht waren, zu der sie dann später werden sollten. Außerdem verfügten Länder wie Frankreich und das erwähnte Dänemark bereits über eine gut geölte Filmindustrie. Also, wie konnte Hollywood so schnell international erfolgreich werden? Die Antwort liegt im sogenannten Netzwerkeffekt. Wenn ihr Visualpolitik abonniert habt, ahnt ihr sicher schon, worum es geht. Die Studios in Hollywood versuchten, die besten Investoren und Profis aus der ganzen Welt anzulocken. Dies erklärt auch, warum dort bereits im Jahre 1915 die erste Riesenproduktion der Filmgeschichte verwirklicht werden konnte, The Birth of a Nation. Dieser Film kostete die damals gigantische Summe von 100.000 Dollar. Übrigens handelt es sich um einen äußerst kontroversen Film, da der rassistische Ku Klux Klan dort im Grunde genommen als die Guten dargestellt wird. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. In Hollywood wurden nun also die teuersten und professionellsten Filme weltweit gedreht. Jetzt kam aber noch ein weiterer, dritter Faktor hinzu, quasi der Kickstart für den einzigartigen weltweiten Exporterfolg dieser Filme. Die meisten Menschen, die in Hollywood arbeiteten, waren nämlich Einwanderer, wie zum Beispiel Francisco Elias. Dieser Spanier kam nach Hollywood, um dort als Produktionsassistent zu arbeiten. Bald merkte er jedoch, dass er die Titel der Filme leicht ins Spanische übersetzen konnte. Auf diese Weise fing er an, sie nach Spanien und Lateinamerika zu exportieren. Andere Einwanderer mit anderen Muttersprachen taten das Gleiche. So entstand quasi über Nacht eine sehr effiziente Übersetzungs- und Exportindustrie und alle Hollywood-Filme konnten überall auf der Welt verstanden werden. Aber warte mal kurz, denn ich weiß, welcher Gedanke dich jetzt beschäftigt. Was ist passiert, als die Tonfilme kamen? Nun, eigentlich war das der Wendepunkt in der Geschichte des amerikanischen Films. My blood now flows through your veins. Hier ist ein Beispiel. Während der Nazizeit investierte die deutsche Regierung riesige Summen in die Subventionierung deutscher Filmstudios. Und natürlich versuchten diese Firmen, ihre Filme in andere Länder zu exportieren, wie zum Beispiel Spanien. Spanien war unter der Diktatur von Francisco Franco ein enger Verbündeter des Dritten Reichs. Trotzdem liefen in spanischen Kinos nur wenige deutsche Filme. Wieso? Der Grund dafür lag im technischen und logistischen Vorsprung Hollywoods. Denn deutsche Studios schickten ihre Filme in deutscher Sprache nach Spanien und hatten keine besonders guten Systeme zur Synchronisierung ihrer Filme. Heil Himmel! Heil Meister! Spanier mussten sich die Filme also mit deutscher Tonspur und spanischen Untertiteln ansehen. Nicht besonders prickelnd für die Massen, nicht wahr? Ganz anders die Hollywood-Produktionen. Dank modernster Synchronisationstechnik und eines fast unerschöpflichen Pools an talentierten Einwanderern aus aller Welt, die als Übersetzer und Synchronsprecher arbeiten konnten, waren Geschwindigkeit, Qualität und Kosten der Synchronfassungen von Hollywood-Filmen weltweit unschlagbar.
Zu all dem kommen die unvergleichlichen Talente von Filmgenies wie John Ford, der aus Irland, oder Ernst Lubitsch, der aus Deutschland kam. Sie waren die ultimativen Waffen Amerikas, mit denen es jedes andere Land übertreffen konnte, wenn es um die Filmindustrie ging. I said you, Liberty. You pick it up. Wir können also mit lauter und stolzer Stimme sagen, seinen Erfolg gründete Hollywood vor allem auf jenen Menschen, die aus dem Ausland kamen. Und es wuchs umso schneller dank der Tatsache, dass diese Filme wiederum ins Ausland verkauft wurden. Everybody in this country kill crazy. So, und an dieser Stelle muss ich eine kleine Fußnote setzen. Denn falls du noch nie etwas von John Ford, Ernst Lubitsch oder Karl Lemmle gehört haben solltest, tu dir selbst einen Gefallen und schau dir ein paar von deren Filmen an. Zum Beispiel Fords Der Mann, der Liberty Valance erschoss, Lubitschs Sein oder Nichtsein oder Lemmles Im Westen nichts Neues. Everybody in this country kill crazy. Es handelt sich dabei um nichts Geringeres als die Sixtinischen Kapellen der Filmkunst. Dies ist ein kleiner Tipp von Visualpolitik und vertrau mir, du wirst ihn zu schätzen wissen. So, aber schon jetzt könnt ihr uns im Kommentarbereich eure eigenen Einschätzungen mitteilen. Glaubt ihr, dass es noch andere entscheidende Faktoren für den Erfolg Hollywoods gab? Und was ist danach passiert? Wie hat Hollywood Zensur und Piraterie überlebt? Falls ihr möchtet, dass ich euch darüber etwas erzähle, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Denn schließlich veröffentlichen wir jede Woche frische informative Videos für euch. Also vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auch auf das Glöckchen zu drücken, damit ihr keines unserer Updates verpasst. Und wenn du der Meinung bist, dass dir dieses Video etwas gebracht hat, gib uns bitte auch einen Daumen hoch. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.